Das hier ist der letzte Part vor dem Kampf gegen Ganondorf. Wir erledigen die seltsamste Sidequest jemals in Athen und kriegen dafür ein absolut nutzloses Item. Außerdem erkunden wir den Wald von Hyrule und die Däuberen-Ruinen sowohl an der Oberfläche als auch im Untergrund. Es gibt wieder eine ganze Menge zu sehen und ich wünsche euch viel Spaß. Heute der letzte Part vor dem Final Fight. Ich möchte mir auf jeden Fall die Däuberen-Ruinen angucken. Vor allem auch im Untergrund sollen die sehr interessant sein. Wurde mir schon gesagt. Und hier ist ja auch ein Abgrund direkt nebendran, den wir noch nicht entdeckt haben. So. Auch der Wald von Hyrule. Ich meine, wir haben diesen einen Schrein ganz zufällig gefunden. Aber hier sind ja wahrscheinlich noch mehr Quests und sowas. Da wird es bestimmt einiges zu sehen geben. Und außerdem soll es in Hateno eine Quest geben. Ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt an, oder? So, und zwar hier irgendwo, ich meine, in der Schneiderei und in der Boutique oder was auch immer das hier ist. Hier in der Färberei können wir auf jeden Fall erstmal unsere anderen. Ja, hallo. Können wir noch unsere anderen Stoffe abgeben? Okay, möchte ich was mit Schleim machen? Er braucht ein Bild von blauen Schleim. Design mit Schleim. Ach so, ja, ich kenne sogar den Stoff mit Schleim. Parasegel. Komm, wir machen wieder einen neuen Parasegel, oder? Lasst mal wieder ein neues Parasegel machen. Komm, wir machen mal sogar den eigenen Stoff, den Sargono-Stoff. Der sieht cool aus. Wunderbar. So, aber mit wem soll ich sprechen, ist jetzt die Frage. Hier vorne ist ja auch ein Rüstungsladen. Da gibt es wahrscheinlich auch Rüstungen zu kaufen, die ich wahrscheinlich noch nicht habe. Kann ich hier rein? Maybe? Nein, kann ich nicht. Nicht vordringen, wir waren zuerst hier. Was, hier steht alle an? Drei Kunden auf einmal kann ich nicht hier reinlassen, ja. Corona-Politik und sowas, ne? Modeschöpferin Sargonus ist sie sogar, okay? Ihr bisher bestes Werk. Oh, ich kann wahrscheinlich Rüstung kaufen. Irgendein Set. Ah, du bist Sophore, du bist nicht Sargono, okay? Und Sargono ist ihre Schwester. Darf ich jetzt rein? Ich darf jetzt rein, okay? Der Hut. Dicker. Ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Kann man den echt haben? Ich habe den irgendwie noch nie gesehen. Bist einfach ein Bewunderer von mir. Ich will einfach Kunde sein. Jetzt entspann dich mal. Was du hier vor dir siehst, ist nicht weniger als der Sargono Deluxe. Meine neueste und einzigartigste Kreation. Ja, es ist halt ein Hut, ne? Aber was ist mit dem so besonders? Der muss ja irgendeinen Special-Effekt haben, oder? So Immunität gegen Ganon oder sowas, was weiß ich. Okay, sie möchte es jemandem schenken, der sich als würdig erweist. Ich bin würdig. Die würdigste Person Hyrules modischer Stadt. Das bin ja wohl ich, oder? Herr Riedner ist ein Ehrenmann. Der wollte nicht, dass es hier so eine Schickimicki-Mode-Boutique wird. Herr Bürgermeister. Er ist der Bürgermeister? Ich kenne ihn nicht mal. Er ist der Bürgermeister von Hateno, sowas gibt es. Sargono, hör bitte damit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln. Deswegen ist es auch nachts hier taghell. Das Gemüse wächst kaum noch. Mit dem ganzen Modekram macht das ganze Dorf kaputt einfach, warum auch immer. Aber ich kenne ihn nicht mal. Warum kennt man den Bürgermeister von Hateno nicht? Ist auch voll interessant. Jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die Pilze. Überall. Ja, wenigstens spricht einer mal den Elefant im Raum an. Was ist eigentlich mit Hateno passiert? Was ist das für eine weirde Quest einfach? Oh nein, sie möchte als Bürgermeisterin antreten. Eine Bürgermeisterwahl? Ja, meinetwegen. Die gewinne ich sowieso. Ich hoffe doch, Riedner. Ja, Sargono ist mir nicht so sympathisch irgendwie. Keine Zeit zu verlieren. Muss ich jetzt für sie antreten oder was? Muss ich sie jetzt so quasi zum Kandidieren trainieren oder was? Ich bin eigentlich für Riedner, aber ich will halt diesen scheiß Hut haben. So. Ich bin auf jeden Fall für dich. Aber natürlich, da wäre das ja geklärt. Sehr schön. Es gibt immer noch Dorfbewohner, die Riedner unterstützen. Das darf nicht sein. Ich habe einen fantastischen Plan. Wir töten einfach. Wir verschenken Pilze an Riedner-Wähler. Wahlmanipulation, oder? Ist das in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich gebe denen jetzt einfach Hyrule-Pilze. Okay, dann verteile ich jetzt Pilze. Was? Du hast noch eine Quest für mich? Ich soll jetzt auch noch bei einer kleinen Sache beistehen. Was ist denn los? Psst, seien Sie still. Meine Schwester könnte uns hören. Okay, sobald es hell wird, steht sie da draußen vom Laden und dann reden wir. Junge, was geht denn Hateno bitte ab einfach? Was soll ich denn tun? Ja, was willst du jetzt? Komm auf. Es geht um Sargono, ja? Mir ist aufgefallen, dass sie sich nachts wegschleicht. Ganz allein und ich habe keine Ahnung, wohin. Okay, ich habe schon versucht, diese Folge, aber sie hat mich jedes Mal gleich entdeckt. Okay, also soll ich auch noch ihr folgen? Was ist denn hier los, bitte? Am Ende ist sie safe, so ein Jäger, ne? Dann gehe ich jetzt einfach von Haus zu Haus und guck. Hier, du bestimmt, oder? Ach nein, du bist der Bürgermeister, scheiße. Das ist auch noch eine Quest für mich, das gibt's doch nicht. Ich hege nämlich zwei streng geheime Pläne, um Sargono auszustechen. Ich überlege nämlich, ein nostalgisches Geschmackserlebnis wiederzubeleben. Ein nostalgisches Geschmackserlebnis, okay. Ihr habt an einem neuartigen Nahrungsmittel gearbeitet, bitte was? Die wollen irgendwas kochen, okay? Er braucht Milch vom Bauernhof auf dem Hügel. Bitte was? Junge, es gibt schon wieder eine neue Episode. Was geht denn hier ab, Alter? Aber jetzt möchte ich eigentlich erstmal... Hier, komm, dir zum Beispiel. Dir kann ich jetzt einen Pilz geben, nicht wahr? Hallo, was geht? Kann ich dir einen Pilz geben? Hier, ein Hyrule-Pilz. Ich habe irgendwie echt ein bisschen die Befürchtung, dass Sargono einfach eine Jäger ist und sich die ganze Zeit irgendwie versteckt hier, um quasi ganz Hateno irgendwie high zu machen mit diesen Pilzen oder sowas. Keine Ahnung. Wieder so eine abgefuckte Story. So, ist hier vielleicht ein Sargono-Hater vor Ort? Nein? Okay, auch nicht. Wo soll ich denn mit 8 Bewohner finden? Was ist da vorne eigentlich? Kann sein, dass das Haus hier drüben neu ist? Ich glaube schon, oder? Hä, das war doch hier in BOTW überhaupt nicht. Nein, das ist safe neu. Ach, das ist die Schule. Alright, das ist die Schule einfach. Digga, einfach eigene Musik hier. Das ist auch wild. Oh, wow, 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 wow. Das riecht nach Krog, richtig? Doch, hat gereicht. Bro, wo sind die ganzen NPCs? Das ist mal ohne Scheiß. Du, ha, du bestimmt, oder? Alte Oma, du willst bestimmt einen Hyrule-Pilz, oder? Komm schon, hier ein Hyrule-Pilz. Danke. Du auch, genau. Hier, komm, ja, komm, 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 komm. Ein Hyrule-Pilz. Du! Digga, schon wieder eine neue Quest. Ich werd nicht mehr. Hier, ein Hyrule-Pilz. Ein Brief für Kurien. Anscheinend gibt es irgendwie eine neue Episode, die ich gerade freigeschaltet habe. Gucke ich mir alles von anders an, okay? So, und du bestimmt auch. Hier ein Hyrule-Pilz. So, 6 von 8. Und ich krieg eine Milch. Und ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Alter. Ich brauche noch die Milch. Genau, ich brauche noch die Milch für Riten aus irgendeinem Grund vom Bauernhof. Ja, ich erinnere mich. Hier ein Hyrule-Pilz. Okay, 7 von 8. Ich kann noch mal im Brunnen gucken, ne? Vielleicht ist doch jemand irgendwo in den Brunnen. Wenn wir eh schon mal hier sind, kann ich direkt ein Bild von dem Schleim machen. Top. So, Sargono ist... Ah, sie ist weg. Oh, sie sneakt sich wieder raus, richtig? No, wo ist sie? Verdammt, wo ist sie hin? Sargono, wo bist du, mein Sonnenlicht? Bist du hier drin? Nee, sie ist da. Ach, doch, sie ist da safe, oder? Hier oben ist es. Kenne ich noch. Hier hat Linkatsu sich versteckt. Bei Herrn Ziegs, weiß ich noch. Da oben ist ein zweiter geheimer Eingang. Da ist sie wahrscheinlich hier drin, oder?
Komm schon. Ja, oder? Oh mein Gott, okay. Das ist interessant. Eine Schlemmerei. Sie stopft sich einfach voll, oder was? Sie frisst einfach Karotten. Dafür sneakt sie sich davon, ja? Ach, köstlich. Keinerlei Bitterstoffe. Das war jetzt die Quest, ja? So, neue Erkenntnisse? Ja. Deine Schwester frisst einfach nur nachts. Hier zum Dank, 10 Rüstlinge. Okay, alles klar, Digga. Genau, jetzt fehlt mir noch ein Dorfbewohner. Wo ist der? Landwirte. Ja, irgendwelche Landwirte. Aber wer denn noch? Meadow! Ja, ich weiß, wo Meadow ist. Der Legenden-NPC. Once again, shoutouts an Linkazo. Meadow, du bist es. Hier ein Hyrule-Pilz. Bitteschön, dich besteche ich auch noch. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Das heißt, Sephora wird die Wahl gewinnen. Wahrscheinlich. Und jetzt? Als Zeichen des Dank. Ich krieg Maxi Edeltrüffel. Junge, ich will diesen scheiß Hut haben. Die Quest gilt als abgeschlossen. Aber was muss ich denn jetzt für diese Mütze machen hier? Also muss ich jetzt mit Riedner weiterarbeiten. Okay, dann helfe ich Riedner jetzt einfach auch noch. Ich setze mich einfach für beide Seiten ein. Das ist richtig schlau. Ich bin der Doppelagent, genau. Weil sonst findet die Wahl wahrscheinlich gar nicht statt vorher. Vielleicht vermag ein bestimmter Geruch Riedners Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen. Ja, was denn? Ich weiß noch nicht, was ich kochen soll, hä? Ich gehe halt nochmal zurück, okay? Aber dann, ich mache vielleicht doch erstmal die Quest hier. Die Briefquest. Ah, okay. Ja, da war Flaschenpost. Okay, sie hat Flaschenpost in einen Teich fallen lassen, in der sich ein Brief ihres Urgroßvaters befand. Ach so, da vorne, lol. Davon ist ja schon. Ich würde sagen Eisfrucht, oder? Das schreit für mich nach Eisfrucht. Aber das Cryo-Modul für unterwegs. So, dann hätte ich die einmal ganz gerne. Danke. Neue Spezialität mit Bürgermeister Fermentierung Käse. Namens nicht vor der Reife. Alright, was auch immer. Ja, wie riesig ist diese Flaschenpost? Die ist aber so groß wie ihr Oberkörper. Und sie will jetzt direkt kochen. Sehr strange. So, es ist fertig. Was hast du gemacht? Oh, das ist echt der Hateno-Käse. Ach so, okay, einfach Käse. Nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Ey, Käse ist immer wild. Und sie gibt mir sogar, man kann den sogar echt benutzen. Also es ist einfach ein Item. Ich dachte, das ist so jetzt ein fertiges Gericht, aber nee, das ist anscheinend einfach ein Item. Wie die Hyrule-Tomate. Einfach ein neues Item zum Essen. Okay, cool. Und sie macht direkt eine Käserei auf. Oh, das finde ich großartig. Kojon, ich glaube, du bist meine neue Lieblingsbewohnerin. Okay, sehr schön. TOTK nur mit Käse durchspielen. Finde ich gut. Dieses Aroma, ja. Der Käse. Hat Tenno-Käse gefällig? Dein Großvater war ein Ehrenmann. Oh, 100 Rubine dafür. Danke. Es ist optimistisch, dass er der Bürgermeister weiterhin bleibt. Okay. Eintritt strengstens verboten. Ist hier unter nicht ein Brunnen? Doch, hier ist der Nordbrunnen. Okay. Pass mal auf, Geist. Ich habe eine lustige Idee. Können wir vielleicht mit Deckensprung an die Stelle hochgehen? Wenn der Eintritt strengstens verboten ist, das ist ja schon ein bisschen sass, wenn ihr mich fragt. Wenn ich jetzt hier hochgehe, das könnte funktionieren, oder? Lande ich jetzt in der Hütte? Ja, ich lande in der Hütte. Entwicklungskonzept für eine neue Kürbisart. Okay. Ich bin der Meinung, dass das frische Gemüse und die Milch, die hier produziert werden, den Reiz von Hateno ausmachen. Allerdings kommt man nicht umhin zu bemerken, dass die jüngere Generation keinen rechten Bezug mehr zur Ernte hat. Und er hat eine neue Kürbisart entwickelt. Okay, und er spricht in Farbe, Form und Gestalt ganz dem neuen Sargono-Stil. Quasi, um sich doch ein bisschen der Jugend anzupassen. Das ist so strange einfach. Ja, aber wofür war das jetzt? Also, was soll ich jetzt damit machen? Ah, hier ist sie. Okay, was geht? Das beschäftigt mich. Was denn, Klavier? Genauso wie Sargono hat er auch quasi so ein Secret und versteckt sich immer in dieser Hütte. Ja, okay, aber ich weiß ja schon die Lösung dafür. Ist ja alles gut. Habe ich mir die Quest quasi gerade gespart. Und dafür kriege ich 10 Hyrule-Tomaten. Dankeschön. Das war Riedners Geheimnis und es ist auch sofort abgeschlossen, richtig? Ja, okay. So, jetzt mich nochmal mit Sephora sprechen und dann ist es, glaube ich, wirklich abgeschlossen, richtig? Seltsame Quest, aber irgendwie ganz cool. Könntest du nicht vielleicht ein klitzekleines bisschen mehr auf Mode achten? Könntest du nicht vielleicht mal ein klitzekleines bisschen mehr die Fresse halten? Du könntest wenigstens die Farbe ändern. Okay. Dann färben wir uns jetzt anscheinend um, ja? Das Heiliergewand kann man immer umfärben, oder? Ach hier, der Schleim, stimmt, den gibt's ja auch noch. Den Schleim habe ich auch fotografiert. Das ist vollbracht. Jetzt kriege ich den Schleimstoff. Ja, der ist cool. Den finde ich ziemlich sexy eigentlich. Junge, wie viele gibt es hier bitte? Digga, wie viele Stoffe gibt es bitte? Oh mein Gott, ein Griok-Stoff. Geil. Stalions Kakuda. Geil, Alter. Kaiserbär, okay. Hühner, Pferde, ey, das ist so cool. Habe ich vielleicht noch andere Bilder? Irgendwas? Ah, oh mein Gott. Pferdestoff, okay, sehr schön. Den Pferdestoff haben wir jetzt auch noch. Wunderbar. Oh, Leune, sehr schön. Ja, das sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Hier, guck mal, ich habe noch mehr Bilder. Wie viele Bilder habe ich denn bitte? Ja, Griok, geil. Oh, der ist gefährlich. Der kommt sehr gefährlich. Ja, scheiße, aber ich mache nochmal ein neues Parasegel. Bobby, sick, ey. Das finde ich so cool. Boah, ich glaube, der ist der coolste, oder? Ich glaube, der Griok-Stoff ist ehrlich der coolste. Leune ist auch ganz nett so, aber ja, da hätte man mehr draus machen können. Schleim ist auch ziemlich cool, weil der so schön blau ist einfach. Nee, ich nehme den Griok-Stoff. Der ist wild, Alter. Der ist richtig wild. Guckt euch das an, Alter, wie cool bitte. So, und jetzt möchte ich gerne noch meine Kleidung färben, genau. Boah, eigentlich ist ein Weiß ziemlich cool, ne? Und nochmal 20 Rubine oben drauf. Dankeschön. So, bist du jetzt zufrieden? Du willst immer noch nicht mit mir reden. Jetzt, ich versteh's nicht. Jetzt habe ich mich sogar umgefärbt und das macht genau gar keinen Unterschied. Muss ich mit dir vielleicht sprechen? Ach, Sephora. Du bist ja Sephora. Oh mein Gott, ich verwechsel die Namen die ganze Zeit. Ich kann mir Namen nicht merken. Okay, die Bürgermeisterwahl findet jetzt statt wohl. Sehr nice. Also, ich bin Riedner. Die Natur ist tief in den Herzen der Leute hier verwurzelt. Sie macht uns frei und unabhängig, genau. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hakteno-Käse von hier aus die ganze Welt erobern. Genau. Riedner, wie ihr alle wisst, heißt ich Sargono. Digga, sie ist so arrogant, ne? Sie sieht aus wie eine richtige Karen irgendwie. Und haben mir in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen Namen gemacht. Ja, Mode. Es geht halt nur um Mode und ihm geht's nur um Lebensmittel einfach. Ist okay. Aber Riedner ist der Ehrenmann. Er sieht aus wie Jesus. Jetzt beefen sie sich richtig. Junge, die kriegen sie ja richtig in die Haare einfach. Okay, Sephora, alles klar. So, Sephora. Ja, okay, jetzt geht's quasi darum, dass Sephora weiß, dass eigentlich ihre Schwester auch das Gemüse total toll findet, weil sie immer Gemüse isst nachts. Wahnsinn-Story.
Oh mein Gott, du hast mich exposed. Und was dich betrifft, Ridna, ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sagonomoto beschäftigst. Aber woher? Ich muss mich entschuldigen. Geben wir dich jetzt die Hand und werden zusammen Bürgermeister oder wie? Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Was eine epische Story. Diese Story ist so weird, wirklich. Sophora, ich möchte meine Kandidatur als zur Bürgermeisterin zurückziehen. Lasst uns von nun an Tradition und Innovation vereinen. Beleben wir so gemeinsam unser geliebtes Hateno. Yeah! Yeah, alle sind glücklich. Okay, und jetzt kriege ich den Hut dafür, richtig? Als Dank dafür, dass ich so mich für beide Seiten eingesetzt habe und den Doppelagent gespielt habe. Warum auch nicht? Was bringt der Sagono Deluxe? Okay. Damit wirst du in der Öffentlichkeit die Blicke aller Modebegeisterten auf dich ziehen. Großartig. Seht mich an. Der Sagono Deluxe. Das ist sogar mit Frisur. Ist dein Scheiß Ernst? So, sieh mich an. Schau dir mein Outfit an. Diese Auswahl und Zusammenstellung, dafür gebe ich volle 100 Punkte. Großartig. Sprich mit dem Heiler-Set mit ihr. Kapuze abnehmen. Ah, ich wusste doch, dass das geht. Ich wusste, dass das irgendwo geht. Warum muss sie das machen, aber ist die Frage. Ich habe doch schon mal irgendwo gesehen, dass man die Heiler-Kapuze absetzen kann. Und das heißt, ich muss jedes Mal mit ihr sprechen dafür, ja? Ich muss jedes Mal mit ihr dafür sprechen. Wie dumm ist das denn bitte? Link kann die Kapuze nicht selber abziehen. Starke Leistung, Link. Ja, ich könnte mir theoretisch eine zweite Kapuze kaufen und die dann auch noch aufsetzen quasi. Ja, komm, scheiß drauf, ich kaufe mir einfach eine zweite. Einmal die Kapuze und einmal die Kapuze. Yeah. Wir müssen die einfach zweimal kaufen. Wie cool. So, und jetzt aber unbedingt. Ich würde sagen, wir gehen erst in den Hyrule-Wald, oder? Gucken wir uns erst im Hyrule-Wald ein bisschen um. Als erstes würde ich gerne mal auf den Dekobaum drauf gehen. So, komme ich hier mit an die Decke? Ich komme auf jeden Fall nach oben irgendwo. Nein. Wir sind im Dekobaum drin. Ja, das ist echt so eine Höhle, WTF. Okay, hier kommt man einfach echt nur durch Deckensprung hoch. Interessant. Der Krux ist hier einfach eingesperrt. Der chillt hier so ganz entspannt mit seinem Bett, aber der kommt hier nie wieder raus. Wir sind im Mund vom Dekobaum, okay? Okay, braucht zwei Leuchtsamen und vier Schleichglöckchen. Ah, braucht große Leuchtsamen, okay. Ja, hier, bitteschön, hab ich safe. Ist halt echt voll schön eigentlich. Und ich krieg den Krogstoff, ey, schon wieder einen Stoff einfach. Junge, was ist hier los? Das war also die Quest im Mund des Dekobaums. Sehr interessant. Okay, wir kommen jetzt anscheinend auf den Dekobaum auch noch rauf. Ja, doch, irgendwie schon. Die war auch, glaube ich, eine Quest damals in BOTW, ne? Du wolltest irgendwie, du hast alles gefordert, irgendwie auch so einen Leunenhuf und sowas. Probeschatzjagd. Eine Schatzjagd? Die ersten beiden Schätze, die ich versteckt habe, sind eine Waldlanze und ein Waldschwert. Ihre Verstecke sind beide höher als das Gesicht des Dekobaums gelegen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo diese Waldlanze oder das Waldschwert sein sollen. Oder wie lang ist dieser Dekobaum eigentlich? Komm, ich bin aus dem Krogwald schon raus, oder? Scheiße. Mann, ich war doch auf dem Dekobaum drauf. Oh mein Gott, hier ist die Lanze, ne? Hier ist die Waldlanze, okay. Wo ist das Schwert? Wo ist das Schwert? Wo ist das Schwert? Ah, da oben, lol. Ja, okay. Da oben ist es also. I see. Manche explosiven Materialien, die an der Spitze befestigt werden, sind beliebig oft verwendbar. What? Hä, das ist voll der coole Effekt. Aber was heißt denn manche? Also, das ist irgendwie sehr unspezifisch, wenn ihr mich fragt. Du willst noch mehr? Waldschild. Diesmal ist es tiefer als das Gesicht des Dekobaums. Okay. Tiefer als das Gesicht des Dekobaums, ja. Warum machen wir jetzt eigentlich hier Schatzsuche? Das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte mich einfach ein bisschen umgucken und vielleicht ein paar Schreinquests machen so. Und nicht durch die scheiß Schatzsuche gehen. Ah, Moment. Hier ist er, oder? Ja, hier ist er. Oh mein Gott, ich habe ihn sogar gefunden. Richtig random einfach. Aber der war schwer. Okay, ich bekomme dafür den Waldbogen. Yeah. Geil. Das war's, ne? Ja, easy. Okay, sehr schön. Auch wieder sweet kleine Nebenaufgabe. Generell im Krogwald meistens so, ne? Das interessiert mich aber. Gibt es wieder diese schönen Schreinquests, wenn man hier den Wald durch verschiedene Ecken verlassen möchte. Also ich glaube, einen habe ich schon gecheased davon, ne? Das war dieser Schrein hier vorne. Da gibt es bestimmt noch mehr von, oder? Zutritt verboten. Ja, das klingt danach, ne? Baummonster, Knochenmonster, alle möglichen Sorten. Ja, okay, wird von Monstern überfallen. Und ich soll den Blumen hinterherlaufen. Alles klar. Das kriegen wir hin. Wenn es einfach nur so eine Follow-Quest ist und nicht wieder sowas, so eine ätzende Quest wie bei BOTW. Ey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr interessiert mich überhaupt nicht. Es sind tatsächlich ganz schön viele Gegner. Ah, das war's schon. Nee, Moment. Ah, hier fehlt was. Das war nicht die ganze Schreinquest. Wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Soll ich auch noch den Kristall finden, ja? Das ist ein Ivarok, ja? Einfach ein Ivarok, der diesen Kristall hat. Haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Oh, das ist ja voll nice. Zack, krieg's hin. Scheiße. Wegen einem Schlag. Ist das dein Ernst? So macht man das nämlich. Danke, Minero. Ist voll praktisch. Mit Minero hat man echt den Highground. So. Wahrscheinlich ist es sogar ein Segenschrein, nicht wahr? Ah, wieder ein Diamant. Wunderbar. Dann war das hier der zweite. Den sollten wir aber definitiv auch nochmal aktivieren, zumindest die Quest. Okay, außerdem kann man von dort aus eine Insel am Himmel sehen. Ja, und von der Insel am Himmel bin ich runtergesprungen. Deswegen habe ich das schon gemacht. Nanu, du bist nicht mal ein Krog und hast es dennoch bis dahin geschafft? Wie beeindruckend. Das heißt, ich werde echt die Quest gespart. Ja, okay. Okay, wenigstens haben wir die Schreinquest freigeschaltet. Darum geht's ja. Dann wird aber auf jeden Fall noch mindestens ein Schrein hier drüben sein. So hübsch. Ja, darf ich den haben? Okay, ich muss ihm irgendwas bei Goldäpfeln helfen, ja? Bring mir 5 Goldäpfel gegen den Hunger. Für den Stein möchte er 5 Goldäpfel haben. Aber das ist in Ordnung. Da vorne sind sogar Goldäpfel. Aber ich kann die auch so schon geben, oder? Ich habe 2 Goldäpfel. Okay, sehr interessant. Kann ich bitte einfach Goldäpfel finden? So schwer kann es doch wirklich nicht sein. Okay. Ich bin safe schon so weit, oder? Wo sind denn hier bitte Goldäpfel? Ah, hier, okay. Digga, hier sind voll viele. Jo, hier sind immer mega viele einfach. Sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. So, mein Lieber. Bitteschön. Hier, deine scheiß Goldäpfel. Und ich muss da rüber. Ist gar nicht mal so weit. Ist direkt hier. Ach so. Ich dachte, ich muss nochmal ans Ende laufen. Ja, perfekt, Digga. Kupunke-Schrein. Wieder ein Segenschrein. So gehört sich das auch, ja? Mächtiges Sonanium-Schwert. Wild. So, sind es die einzigen 3 gewesen oder gibt es hier vielleicht noch mehr? Ich würde fast im Untergrund mal irgendwie alle Wurzeln aktivieren. Ich glaube, das ist relativ logisch eigentlich. Oh, hier ist. Aha, hier ist ein Abgrund. Den muss ich auch noch entdecken. Hier ist anscheinend auch ein Krog. Oder hier war ein BOTW ein Krog, das weiß ich noch. Wir gucken mal von da oben und springen dann einfach runter. Wir gehen da rüber. Da muss irgendwas sein. Okay. Hier ist immer noch nichts, ne? Digga, dieser Ort macht mich wahnsinnig. Topazstab und er hat nichts anderes gedroppt. Das ist schon wieder so seltsam, dieser Ort. Der
war in BOTW ja einfach seltsam, weil hier nichts passiert ist am Ende. Waldlands, okay, so what? Was will ich damit? Das kann es nicht gewesen sein. Hier muss doch noch irgendwas abgehen. Eine Höhle oder irgendwas. Oder im Untergrund wenigstens. Komm schon. Und diese Insel, als ob die weder in BOTW noch in TOTK irgendeine Bedeutung hat. Nö. Also, Makoro-Insel weiterhin strange. Einfach nur strange. Ah, hier vorne ist auch noch ein Hinox. Sehr schön. Aber es gibt so viele Hinoxe gefühlt, ne? Ich meine, in BOTW waren es, glaube ich, 40. Aber ich habe, glaube ich, jetzt schon mehr als 40 besiegt. Zack, zack, zack. Ich ziehe nicht mal Damage Boost an. Ist hier jetzt noch ein Krok? Weil, wie gesagt, in BOTW war hier ein Krok. Okay. Ich kann mir sogar vorstellen, was ich hier machen muss, ne? Das ist ja sehr strange einfach. Hä? Als ob man das so machen soll. Super seltsam. Aber egal, ich hab ihn. Dann auf in den Abgrund, würde ich sagen. Boah, es geht hier ab. Oh, hier ist wieder ein Jägerversteck. Wunderbar. Das war's auch schon, ne? Ja, perfekt. So, dafür wieder 20 Energiekristalle. Richtig. Richtig. Und wieder einen Jägerbauplan. Nice one. Was gibt's dafür? Fischerboot. Ja, okay, okay. Ein Fischerboot. Warum sollte ich hier reingehen überhaupt? Weil hier ist kein Schrein in der Nähe. Ich meine, auch selbst der Schrein hier vorne, der ist von Wasser abgegrenzt. Das heißt, wir kommen hier nicht hin. So, der Abgrund ist komplett unnötig einfach. Ja, wir gehen einfach im Untergrund zu dem hier rüber, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch noch die einzige im Krogwald, oder? Ja. Oh, das ist eine Arena. Hahaha, das ist eine Arena. Geil. Ha, und auch noch was. Ich wusste doch, irgendwas wird hier schon noch sein im Untergrund, oder? Ja, wir haben eine Arena. Okay, dann auf zur Arena natürlich. Da muss ich nicht zweimal drüber nachdenken. Oh, Schwertbanner. Hier sind Schwertbananen. Ich glaube, ich muss mich mal kurz spontan umziehen. Digga, warum sind denn die Jäger schon wieder hier? Warum sind hier Bananen auf dem Boden? Das gibt's doch nicht. Ist das eine Jäger-Arena? Nochmal Koga-Comeback vielleicht? Urwald-Arena, okay. Sehr, sehr cool, okay. Oh, wow, wow, da ist gar keine Belohnung, ey. Das ist ziemlich ehrenlos. Ja, und jetzt? Hihihi. Das ist ja prächtig in die Falle gelaufen. Du musst links sein. Mann, ich habe extra Siegerkostüm angezogen. Naja, gut. Ihr seid Schergen von Koga. Boah, ihr seid mal was ganz Eigenes. Ihr seid ganz individuell auf jeden Fall. Unser Überraschungsgast lebt hier im Untergrund, in der Finsternis der Urwaldarena. Der schwarze Hinox. Zack, 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 zack. Okay, sehr schön. Ich denke mal, es war nicht das Einzige, oder? Weil es ist direkt mit einem schwarzen Hinox angefangen. Das ist eigentlich sehr untypisch. Nee, okay, jetzt war es tatsächlich schon. Ja, es war wieder eine eigene Arena. Nicht wie die anderen aufgebaut. Und es gibt dafür die Krog. Oh mein Gott, die Krogmaske! Die Krogmaske. Digga, ich hatte da gar nicht dran gedacht, aber natürlich gibt's hier die Krogmaske. Ist ja so logisch. Oh mein Gott, wir haben die Krogmaske. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, aber wir sind unterm Krogwald. Ah, ich bin so lost, ey. Wieso habe ich die ganze Zeit nicht dran gedacht, obwohl ich sogar weiß, dass man hier solche Items kriegt? Oh, endlich, Digga. Endlich. Das wird so hilfreich für die 100%, ne? Dann lass doch einfach jetzt mal wirklich rübergehen, den Schrein aktivieren und dann in den Untergrund gehen, oder? Ich glaube, alles kann man von hier oben machen. Wir gehen dann nochmal zu der Insel hier vorne, in der Hoffnung, dass ich da irgendwas machen kann, aber ich habe eigentlich auch langsam die Hoffnung aufgegeben. Ich glaube, ich muss dafür irgendeine Sidequest aktivieren wahrscheinlich, ne? Und nochmal mit Tauro reden oder sowas. Aber vielleicht fällt die ja runter. So, kracht das Ding wieder raus? Es kracht wieder raus. Okay, hat sich doch gelohnt. Wir fallen damit ins Loch rein. Warte mal, was? Digga, das Ding fällt einfach ins Loch hinterher. Ist okay, ist okay. Wir gehen einfach. Wir gucken uns einfach hier unten um, ja? Da vorne ist irgendwas. Ein leuchtender Ivarok, okay? Da vorne ist ein Ivarok. Oh, unten ist ein Obsidian-Gigama. Digga, einfach zwei Bosse direkt beieinander. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, sehr schön. Das war's sogar. Die Gigamas gehen mir brutal auf die Nerven. Da vorne ist der Ivarok. Sehr schön, sehr schön. Digga, der hält ja gar nichts aus. Zack, zack, zack. Digga, was? Oha, Alter. Okay, es hat eine ganze Menge ausgeleuchtet auf jeden Fall. Eigentlich sollten wir den Schrein hier erstmal machen, denke ich. So, auf geht's. Kikakun-Schrein, okay. Oh, wieder ein Dunkelschrein. Licht im Dunkeln, okay. Oh, das ist ein Labyrinth. Ich dachte, hier ist so ein Geheimgang, den ich gerade gefunden habe. Nein, es ist einfach ein Labyrinth. Okay, wenigstens ein Opal gefunden. War safe nicht die einzige Truhe. Nee, war's nicht. Okay. Hier geht's. Ich habe einfach keine Karte gefunden, ne? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich befinde. Wir laufen einfach mal von Ecke zu Ecke, okay? Aber das Ausleuchten ist eigentlich sehr sinnvoll. Damit habe ich sogar Checkpoints, weil ich weiß, wo ich schon war. Ja, alles easy soweit. Als ob hier nichts ist. Hä? Das ist ein typischer Bra-Moment. So, hier haben wir Stacheln, die ich nicht berühren sollte auf jeden Fall. Leuchtstein, ja, danke, brauche ich nicht. Immer noch nicht alle Truhen. Ja, das finde ich aber cool. Das ist wieder ein größerer Schrein. Da war doch was. Wo war hier was, hä? Oh, Digga, ich habe das nicht gesehen, dass man den Boden rausnehmen kann. War das vielleicht die letzte Truhe? Mit dem kleinen Schlüssel? Ja, also wichtig. Nee, ist immer noch nicht die letzte. Oh, das finde ich cool. Das ist ein großer Schrein. Okay, hier ist oben ist nochmal so eine Wand, die ich rausbrechen kann. Mit einem Bernstein, nice one. Immer noch nicht alle Truhen, Digga, wie groß ist das? Oh mein Gott. Digga, ist das fies. Einfach in der Decke? Ernsthaft jetzt? Ja, ja, ja. Crazy. Und hier geht's, doch, hier geht's auch noch weiter. Junge, was? Das ist voll der coole Schrein. Wirklich jetzt mal. Das war die letzte Truhe. Okay, alles klar. Haben wir es geschafft. Hätte es gerne mehr von geben können. Aber vielleicht gibt's auch noch mehr davon. Ich habe ja noch nicht alle Schreine gesehen, ne? Davon ist Eldra. Oh mein Gott, wir brauchen endlich was von Eldra. Ohne Scheiß machen wir das heute auch noch. Ich kann das nicht mehr. Eldra, du bleibst jetzt schön hier. Du bleibst jetzt schön hier. Pass mal auf. Hör mal zu, Freundchen. Du bist mir so oft entkommen. Aber es reicht jetzt. Ich brauche eine Klaue von dir. Ich klaue mir eine Klaue von dir. Das würde mich auch bis heute interessieren, wer eigentlich Eldra ist, ne? Wer hat damals Mysterienstein geschluckt? So, Eldra Drachenstein, danke. Wow. Hallo. Okay, sehr schön. Ich kann dich aus der Luft fangen vielleicht. Sehr schön.
Geil. Ja, gibt es hier jetzt noch irgendwas? Ich glaube fast nicht, ne? Ist irgendwie echt relativ langweilig geworden, muss man sagen. Wir gehen nochmal zum Turm. Vielleicht ist da irgendein NPC oder sowas, ne? Irgendjemand, der ein bisschen mehr mit mir reden kann. Du vielleicht, ja? Ja, ja, hier drüben. Ja, okay. Okay, okay, okay. Dir fehlen einige helfende Hände. Ja, für was denn genau? Ich will mithelfen. Komm, ich helfe einfach mit. Okay, jetzt bin ich sein Kollege. Und ich darf irgendwelche Steintafeln fotografieren wahrscheinlich. Nee. Er hat sie ja alle schon. Führe die geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Okay, was? Wo Drachen wachen? Was machen Sachen? Nutze die geheime Kunst des Weisen des Feuers, um dich in Windeseile zwischen den zwei Drachen durchzubewegen. Okay, also Yunobo muss sich durch irgendwas durchböllern. Ich sehe schon, ja. Lade die Kraft der geheimen Kunst des Weisen des Wassers auf und setze sie in der Gegenwart der sechs Drachen frei. Führe die geheime Kunst des Weisen des Donners am Körperende des Drachen aus, der über den Berg des Todes wacht. Oh je, Alter, was geht denn hier ab? Sind es hier alles so Drachensäulen, die hier sind irgendwie? Geht es darum? Ich hoffe doch jetzt, dass ich die ganze Weltgeschichte reisen muss, weil das würde ziemlich lang dauern. Hier, Eule. Das ist Eule. Was war mit Eule nochmal? Führe die geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Ja, war richtig, okay. Das war wohl die Eule. Okay, 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 okay. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Und hier findet sich 3 Saphir. Nice one. Nehme ich mit. Hier muss ich mich echt gut umgucken. Hier muss ich mich wirklich, wirklich gut umgucken. Am Körperende des Drachen aus, der über den Berg des Todes wacht. Ich sehe hier keinen Drachen. Und was ist das Körperende des Drachen? Dafür muss ich erstmal den Drachen finden. Das ist halt sehr unübersichtlich, weil hier alles so dicht vollgestellt ist, voller Säulen und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was muss ich mit Sidon machen? Muss ich mit Sidon hier dazwischen? War das so? Wie war das denn nochmal? Lade die Kraft der geheimen Kunst des Weisen des Wassers auf und setze sie in der Gegenwart von 6 Drachen frei. Was habe ich doch gerade gemacht? Das müssen die doch safe sein. Komm schon. Als ob das hier nicht richtig ist. Ey, Digga, was ist das denn für eine Scheiße? Hier ist auch gar nichts. Guck mal, hier ist einfach so überhaupt nichts. Ist auch so schwer zu erkennen. Was zählt denn hier als Drache, bitte? Ah, hahaha. Komm schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wen willst du verarschen? Wer soll darauf kommen? Warum denn eine Spin-Attacke? Junge, ihr seid doch gottlos. Ey, das ist übel schwer. Übel schwer, wirklich jetzt mal. Wenigstens 5 Opal, okay. Meinetwegen. Um dich in Windeseile zwischen den zwei Drachen. Den zwei Drachen, Digga, hier sind 1 Million Drachen. Da ist auf jeden Fall eine Schlange, das kann man erkennen. Ach so, muss Yunobo hier durch oder was? Komm schon, das muss es doch sein. Ja, danke. Direkt beim Eingang, okay. Das ergibt sogar Sinn. Yes. 3 Rolonit. Danke, Mann. So, und jetzt nur noch das mit Rijo, ja? Der lange Drachenwächter, das macht mich richtig fertig. Wo ist denn hier eine extrem lange Schlange oder ein langer Drache? Wo denn? So, der Todesberg befindet sich hier drüben. Und irgendwie soll dieser Drache über den Todesberg wachen. Ich glaube, der ist es, oder? Oh mein Gott, ist das alles eine Schlange oder was? Ja, oh mein Gott, das ist der... Ja, der wacht über den Todesberg. Okay, anscheinend muss ich das Ende hiervon finden. Wahrscheinlich ist das hier das Ende, oder? Ja. Let's go. Das war übertrieben schwer, finde ich ehrlich. Jetzt noch 3 Topas dafür. Finde ich gut. Oh, es passiert noch was. Ich krieg noch was dafür. Oder... Nee, warte mal kurz. So, hier geht's runter. Ja, hier geht's runter, Digga. Okay, Digga, was? Seltsam. Also, es war eine sehr große Quest. Aber nee, das kann nicht sein. Ich hätte jetzt vielleicht getippt, dass man hier das Heiler-Schild bekommt, aber... Nee, oder? Nein, das kann nicht sein eigentlich. Den Schattenzweihänder. Oh, okay. Sehr random, aber nehme ich trotzdem sehr gerne mit auf jeden Fall. Ja, mit dem Heiler-Schild wird nichts. Das Heiler-Schild finden wir einfach nie. Einfach niemals, so wirklich. Ah, ich krieg noch eine Belohnung dafür. Ja, okay, wow, die ist jetzt echt nicht so viel wert. Und eine Hochleistungsbatterie, die ist schon wertvoller. Und Diamant, okay, alles gut, ich beschwere mich nicht. Das war eine coole Quest, die hat wirklich richtig Spaß gemacht. Jetzt geht's aber in den Untergrund, weil den möchte ich mir auch noch auf jeden Fall angucken. Der soll auch laut einigen ziemlich cool sein. Okay, okay, okay. Ja, hier geht's anscheinend rein. Oh, fuck, Alter. Ja, ist aber mal ein Griok-König im Untergrund. Das habe ich mir ein bisschen entspannter vorgestellt. Die Griok-Höhle. Okay, da freuen wir uns doch jetzt drauf, oder? Gibt's hier irgendwo, wo ich mich verstecke? Ja. Ja, großartig. Okay, toll. Kann ich mich irgendwo verstecken? Ich glaube nicht, ne? Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Scheiße, scheiße, scheiße. Wunderbar. Okay, alle Köpfe down. 86er Zweihänder, oder? Das Froskaira Breitschwert, Alter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guter Schaden, guter Schaden. Das ist richtig effektiv gewesen. Wow. Einfach Halbzeit schon. Feuerauge auf den Eiskopf. Wunderbar. Er leuchtet einfach komplett rot so. Guckt ihn nicht an. Scheiße. Froskaira Breitschwert ist weg. Verdammt. Zack, zack, zack. Wir haben ihn sogar fast, ne? Wir haben ihn echt fast. Wow. Das läuft ziemlich gut eigentlich. Jetzt eigentlich nur noch finishen, ne? Eigentlich müssen wir ihn nur noch finishen. Sehr schön. Ich brauche was, um hier hochzukommen. Oh je, das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Scheiße, Alter. Das hasse ich, wenn er das macht, ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Doch. Ja, okay, der hat getroffen, der hat getroffen. Nein, 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 nein. Kacke, Alter. Kacke. Yes. Fallschaden. Nimmt er genug Fallschaden? Ich hoffe. Yes. Yes, Alter. Oh, geil, ey. Den Griok-König auch noch im Untergrund besiegt. Das ist immer intens. Immer schön intens. Und was gibt's hierfür? Noch ein legendäres Item hinterher. Die Schattenmütze. Okay, sogar relativ random eigentlich. Aber ist auch in Ordnung. Jetzt möchte ich noch eine Sache erledigen, okay? Und zwar gehen wir jetzt zur Quelle der Kraft, um da
noch die Eldraklaue einzuschmeißen. Ich bin gespannt, was dann passiert, weil eigentlich glaube ich, es muss irgendwas passieren. Okay, und ich krieg dafür einen Rodonit, ja, aber ich habe jetzt alle drei gemacht. Nur dank deiner Hilfe konnten wir der Muttergöttin-Statue unsere Kraft senden und wieder Leben schenken. Bitte begib dich in die tiefe Schlucht und tritt vor die Statue der Muttergöttin, die dort deiner harrt. Ja, das ist spannend. Was geht da jetzt ab? Oh, sie steht wieder. Digga, die steht echt wieder. Wie haben die das bitte gemacht? Wie steht die wieder? Das ist irgendwie Zauberei. Um deine Weisheit, deine Kraft und deinen Mut zu ehren, überreiche ich dir dieses Geschenk. Himmelsweißes Schwert. Okay. Auch sehr random schon wieder. Vor allem, wir haben drei von diesen legendären Items heute gefunden. Okay, warum nicht, ne? Wir gehen jetzt mal kurz zur großen Fee. In der Hoffnung, dass wir da noch irgendwas machen können. So, wir machen die Kapuze zum zweiten Mal auf 4 Sterne, weil warum nicht, ne? Ah, das wird alles so teuer. Okay, Sagono Deluxe kann ich zum Glück nicht upgraden. So, Aeromask ist vollständig. Wunderbar. Und das war's, okay. Demnach folgen wir der nächsten Hauptquest, finde den 5. Weisen, gehen zu Pura und gucken, was die Dame uns zu sagen hat. Du hast Minero gefunden? Das ist einfach. Juhu! Das ist ja fantastisch. Und damit sind wir, glaube ich, echt ganz gut auf den Final Boss vorbereitet. Zeig dem Dämonenkönig, wozu du in der Lage bist. So schaut's aus. Vernichte Ganondorf. Alles klar, Digga. Okay, wir besiegen ihn nicht, wir vernichten ihn. Das ist eine Ansage. Guys, ich glaube, ihr wisst, was beim nächsten Mal ansteht. Abonniert den Kanal an der Stelle. Und hier könnt ihr ein anderes Video von meinem zweiten Kanal abchecken. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns beim Finale. Tschüssi.